Hallo ihr Lieben, ja, heute mache ich mal wieder ein Video und ich möchte euch mal zeigen, wie ein Männer-Make-up geht. Natürlich, nicht jedermann schminkt sich dann so wie ich, nicht jedermann schminkt sich überhaupt. Aber wenn man so gerade mal auf dem roten Teppich oder sonstiges will, man ja mal gut aussehen oder halt mal so ein Video macht wie ich, dann möchte man ja nicht gerade so wie ich hier nur schönen Pickel haben. Sehr häufig auch gern gesehen. Hier, ne? Gerade wenn ich von oben gucke, schön Tränensäcke, was ja nicht wirklich Tränensäcke sind, und Augenschatten. Die wollen wir natürlich verstecken. Da fangen wir natürlich als erstes erstmal an. Ganz, ganz wichtig, morgens und abends Gesicht waschen mit einem Waschgel. Ich benutze L'Oreal Man Expert, hydrasensitiv, schäumende Reinigungscreme. Gesicht anfeuchten, auf die Hände waschen, mit lauwarmem Wasser runterwaschen, fertig. Danach benutze ich, was ich noch nicht getan habe, ein Gesichtswasser, ich benutze das von Nivea. Ja, kann jeder halten, wie er will. Ganz wichtig bei trockener Haut, bitte achtet darauf, dass kein Alkohol drin ist, weil wenn ihr nämlich Alkohol noch auf trockener Haut, wird sie immer trockener. Aufs Tuch drauf tragen, einfach. Mach das mal nur nebenbei so ein bisschen schon. Weil wenn ihr dann auf trockener Haut dann noch mehr Alkohol drauf macht, Alkohol, wisst ihr, zieht aus der Haut Feuchtigkeit raus, ne? Nicht so gut. Das bitte jeden Morgen und jeden Abend machen, egal ob ihr euch schminkt oder nicht, weil auch ich habe die Nacht normal geschlafen und hatte nichts drauf und ihr seht, dieses Tuch sieht nicht gerade noch mehr weiß aus. Also, wenn man das so sieht, es ist ein kleiner grauer Schleier drauf. Das ist ganz normal, weil die Umwelteinflüsse legen sich einfach auf die Haut. So, dann nehme ich zwei Produkte eigentlich immer wieder im Wechsel. L'Oreal Man Expert, dieses Turbo Aufwachkick, also Hydra X Energy Feuchtigkeitsfluid. Oder ich benutze von Biotherm Homme das Aqua Power Absolut Gel. Dieses nehme ich heute mal, weil wach genug bin ich, denke ich. Ich bin schon ein paar Stunden wach. Nehme wirklich nur ganz, ganz wenig. Schmiere das aufs Gesicht. Vorher bitte Hände waschen, was ich ja gerade schon gemacht habe. Augen nicht unbedingt ganz nah damit dran. Dafür haben wir gleich was anderes. Aufs Gesicht auftragen, Hals. Fertig. Gel ist immer ganz gut, weil Gel zieht relativ schnell ein. Gel ist aber auch nicht für jeden Hauttyp geeignet. Erzähle ich aber einmal in einem anderen Video darüber. Dann habe ich ganz neu entdeckt auf der Berlinale. Total geil. Use Code. Musste ich mir danach gleich kaufen. Use Code ist ein Antifaltenpflegekonzentrat mit Verjüngungseffekt. Ob es letztendlich hilft in meinem Alter, sei dahingestellt. Aber ich stelle einfach fest, dass ich mich damit wohler fühle. Ich trage mir das ein bisschen auf die Hand auf. Ihr könnt es auch direkt ins Gesicht. Und dann nehme ich den Ringfinger und trage das hier unterm Auge. Also ich mache das wirklich nur unterm Auge. Auch das gehe ich wirklich bis fast dran. Nicht bis ganz ran, aber bis relativ drunter. Trage das schön auf. Da habe ich wirklich festgestellt auf der Berlinale, dass ich echt, ich weiß nicht, ob das so einen Antimüdigkeitseffekt sogar hat, weil meine Tränensäcke oder mein Schatten, eher gesagt, sind echt verschwunden in der Anwendung. Den Rest schmiere ich mir auf die Stirn. Woanders habe ich keine Falten. Und wenn, dann sollen sie da bleiben. So, dann, was ich jeden Morgen mache, natürlich schminken. Nicht jeden Morgen, aber wenn ich halt was habe, wo ich in der Öffentlichkeit rumstehe. Ich benutze gerade für den Mann sehr gerne das Face and Body, weil das ein wirklich ganz, ganz leichtes Produkt ist. Gibt es von MAC? So, viele kennen es. MAC Face and Body ist ein super leichtes. Kann man das lesen? So. Face and Body Foundation ist ein super leichtes Produkt. Gibt es in zig verschiedenen Varianten. Hier unten steht der Name drauf. Dieser Buchstabe N oder C. Ja, ich habe es natürlich markiert mit meinem Namen, weil wenn man arbeitet, klauen das sehr gerne Leute. Schwuppdiwupp ist es in den Taschen drin. Ich benutze für meine Haut N5. N5, ein bisschen gemischt mit C1, weil ich nicht komplett einen warmen Farbton in der Haut habe und die N5 eigentlich relativ zu dunkel ist, gerade für den Winter. Aber das kann man ja kaschieren. So. Man sieht es, das läuft gerade. N5, C1. Nehme ich mir so einen Pinsel, langes Haar und kurzes Haar, das ist das Gute. Dem langen Haar trägt man das Make-up auf. Mit dem kurzen Haar polierst du es relativ sehr gut in die Haut ein. So, ein bisschen mischen auf der Haut. Und
Ich guck mal in den Spiegel rein, weil über die Kamera sehe ich das nicht so gut. In kreisenden Bewegungen von innen nach außen trage ich das auf. So, über das Ganze, über die ganze Stirn. Hier unten auch. Wie ihr merkt, ich spare die Augen aus. Also ich spare komplett hier drunter erstmal aus. Dann machen wir gleich noch was anderes hin. Ruhig auch ein bisschen über das Augenlid geben. Nach außen aussparen. Wichtig, in den Nasenfalten auch mit schön einarbeiten. So. Ihr müsst nicht unbedingt einen Pinsel nehmen. Ich nehme gerne einen Pinsel, weil der Pinsel gibt das ab, was er aufnimmt. So. Ein bisschen den Bart aufpassen. Wenn ihr einen zu langen Bart habt, nicht unbedingt auf dem Bart dolle drauf tragen. Weil man sieht das. Das ist genauso wie wenn ihr Make-up euch in die Haare schmiert. Das sieht man auch. So. Nochmal überall lang gehen. Aufs Lid. Drunter. Ihr könnt auch, wenn ihr euch später was auf die Lippen tragen wollt, es gibt ja mittlerweile Pflege mit Farbe, könnt ihr euch auch ganz, ganz wenig auf die Lippen machen, aber würde ich jetzt nicht empfehlen. Ihr seht, ich streiche jetzt wirklich nur noch die Produkte aus, die ich habe. Man sieht, ein bisschen sind die Pickel weggegangen, aber auch noch nicht komplett. Da wollen wir natürlich auch gegenarbeiten. So, da nehme ich einen Pinsel für. Viele machen es mit dem Finger, ich mache es mit dem Pinsel, weil es wirklich einfach sich nach außen hin einfacher zu verstreichen ist. So, da benutze ich den Select Cover Care Queen mit der NW35. Da, mal gucken. Hier oben steht die Zahl. Ich glaube, ich muss mal aus dem Bild gehen, damit es sich ranfestzoomt. Ne, wird nichts, egal. Schreibe ich auch alles hier unten in die Box noch rein. So sieht das Produkt aus. Trage ich mir auch wiederum nur einen ganz kleinen Fleck auf die Haut und mische es wieder, diesmal nicht mit der C1, sondern mit der N1. N-Balm zieht das Ganze noch ein bisschen höher, aber auch nur wirklich ganz wenig und auch Face and Body, weil das ganz leicht ist, weil das andere ist schon extrem pudrig genug. Concealer, sehr pudrighaltig, immer vorsichtig damit umgehen. So. Habe ich was auf den Pinsel getragen, streiche das hier aus. Wenn euch das auch hilft, macht diese Grimassen, dass die Haut ein bisschen gespannt ist. So, jetzt habe ich das aufgetragen, habe aber auch noch viel zu viel auf dem Pinsel und nehme das einfach in die Handfläche oder auf den Rücken und will ja nur noch das Produkt jetzt verteilen. Schön auch nach außen hin ausstreichen, sehr wichtig. Damit ein weicher Übergang entsteht. So, auch ruhig hier oben ein bisschen mit rein, weil da ist man auch relativ müde manchmal. Und hier hinten in die Ecke. Seht ihr es? So. Das gleiche machen wir ganz schnell auf der anderen Seite. Rucki zucki geht das. Ist irgendwie auch ein bisschen mit Frühsport im Gesicht. So wie man das Gesicht die ganze Zeit bewegt. So. Dann mache ich abends noch einen Schwamm drüber. Ihr würdet euch wundern, oh, das ist ein Ei. Ja, das ist ein ganz neu, ja, so ganz neu ist er auch noch nicht. Also auch nicht mehr. Das ist ein super weicher Schwamm mit wirklich weichen Poren. Kostet aber ein bisschen mehr als so ein normaler Schwamm. Normalerweise kennt man ja diese Dreieckschwämme. Aber mittlerweile benutzen die Profis alle diesen. Genauso auch ich. So, ihr seht. Schön strahlend runter. Dann haben wir aber immer noch diese schönen Flecken hier an der Seite. Auch Pinsel nehmen, drüber tragen, stellenweise. Auch schön ausstreichen. Deswegen nehme ich wirklich einen Pinsel, weil man da ringsherum diese ganzen Flecken vertuschen kann. Und es halt wirklich weich auszeichnen kann. Ne? Nicht wundern, ihr könnt keine Krusten, die ihr da habt, die gehen nicht zu verstecken. Also die gehen schon ein bisschen abzucovern. Aber ein Hügel ist nun mal ein Hügel und wird auch dadurch nicht weniger, wenn ihr Make-up drauf tragt. Ne? Also es wird, also auch hier habe ich ein bisschen was gemacht, ein bisschen heller. Ihr seht, es ist natürlich noch ein Hügel zu sehen. Das sind die Schatten. Aber so eigentlich sieht man nichts mehr. Wirklich. Mehr sollte es auch nicht unbedingt sein.
Weil wir wollen ja nicht rumlaufen wie eine Transe. So, jetzt habe ich hier zwei Pinselhaare im Gesicht. Die nehme ich mir mit einer Augenbrauenbürste runter. Fertig, oder auch noch ein bisschen mehr. Ich habe meine Pinsel frisch gewaschen, deswegen haaren sie dann immer noch ein bisschen. Irgendwie ist das irgendwie immer so. So, dann kommen wir zu den Augenbrauen. Augenbrauen würde ich nicht gerade wirklich tuschen, färben oder sonstiges. Einfach eine alte Zahnbürste drüber gehen. Fertig. Dann haben wir noch die Wimpern. Wimpern sollte man natürlich nicht unbedingt bei einem Mann mit einem Schwarz färben. Ich habe den, wo steht es? Loud Lash von MAC in Nursey Black. Hier unten steht es, Nursey Black. Hat so eine Bürste, ist wasserfest, was ich sehr gerne mag, weil ich ja doch am Laufe des Tages immer ein bisschen so heule. Ich habe den rausgezogen und ziehe den noch einmal ganz kurz über einem Papier eigentlich, weil damit das restliche Produkt wirklich runtergeht. Ich will nur ganz, ganz wenig auf den Augen haben. Und dann nehme ich mir diese Bürste und kämme die Wimpern. Ihr könnt natürlich auch, was ihr machen könnt, eine Augenbrauenbürste nehmen. Da, so sieht sie aus. Meine ist schon ein bisschen voller Staub oder voller Puder. Ich nehme aber lieber diese Zahnbürste, weil ich finde, das trennt sogar noch geiler, weil halt wirklich hier ganz viele Haare querkreuz die Mang stehen. Und dann ganz einfach ein bisschen tuschen drüber. So. Soll nur ein bisschen Farbe geben, mehr soll es nicht machen. Relativ schon fertig. Kommen wir ganz schnell nur noch zum Abpudern. Da nehme ich so einen schönen Pinsel, so einen kleinen, buschigen. Der ist irgendwie ganz, ganz eng, ja, gewebt ist es ja nicht wirklich, sondern die sind ja so richtig reingesteckt. Kann ich euch auch mal Videolinks schicken, wo man sieht, wie diese Pinsel hergestellt werden. Den habe ich von Kryolan. Kryolan, ja, ist eine Firma aus Deutschland für Theaterbedarf, Theater-Make-up. Stellen diese Pinsel her, diesen habe ich von Kryolan bekommen. Kostet, glaube ich, um die 21, 22 Euro. Ist ein bisschen teurer, klar, aber es ist Naturhaar und dadurch hält es länger. Danach nehme ich Studio Care Blend Pressed, also Pressed, von MAC in Medium Dark. Da, so sieht das Produkt von vorne aus. Meins ist schon ein bisschen, huch, da, so, meins ist schon ein bisschen benutzt, klar. Oben ist ein kleiner Spiegel drin. Dann drehe ich diesen Pinsel schön so ein, dass das Produkt schön in dem Pinsel drin ist. Klopfe es ein bisschen ein, klopfe Überschüsse weg. Dann gehe ich von innen nach außen. Wichtig, ich würde nicht unbedingt unter den Augen nochmal lang gehen, da wo der Concealer nach ist, außer es ist wirklich zu hell bei euch geraten. Dann könnt ihr das gerne machen. Oben drüber ja. Unten drunter nicht, weil im Concealer ist schon so viel Puder drin und wir machen hier nicht Feuchtigkeit vorher drauf. Dann hauen wir extrem viel Puder drauf, damit es sich wieder rauszieht. Ist Schwachsinn. So, was mache ich sonst eigentlich noch? Eigentlich nicht mehr viel, außer was ich manchmal ganz gerne mache, ist, um die Augen ein bisschen Tiefe zu geben. Ich habe hier so eine ganz schöne Palette von MAC mit ganz vielen, vielen Farben und nehme mir so einen großen buschigen Pinsel, das ist der 225er von MAC. Also ihr seht, ich habe ganz viel MAC-Produkte. Klar, ich habe bei MAC mal gearbeitet. So, einfach hier oben in diese Farbe, die nennt sich Soft Brown und die trage ich nur auf das bewegliche Lid auf. Ist ein ganz leichter Ton und auch nicht aufs komplette bewegliche Lid, sondern eher so hinten, so ein bisschen kreisende Bewegungen. Sortieren. Könnt auch einmal ganz leicht drüber gehen, über das ganze Lid. Schwuppdiwupp, hat das Auge ein bisschen mehr Tiefe. Tja, das war's mit meinem Männer-Make-up. So schminke ich mich jeden Morgen, sollte ich in die Öffentlichkeit gehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Weitere Videos folgen. Wie gesagt, hier unten drunter findet ihr die ganzen Produkte, was ich verwendet habe, wo man sie bekommen kann. Und weitere Videos folgen. Abonnieren nicht vergessen. Also, viel Spaß!